immer noch nichts auf. Dann machen wir jetzt nochmal Schalter 3. Dann müsst ihr zumindest hier vorne aufgehen. Hier ist immer noch zu. Das ist halt die Frage. Nein. Dann legen wir jetzt 2 um. Dann kommen wir zumindest mal an das Item hier. Die Kraftwurzel. Okay. Haben wir auch hier unten das Item? Nein. Wann öffnet sich die Tür da unten? Jetzt vielleicht? Nein! Wie ich die Rätsel liebe. Ah, jetzt ist da zu. Okay. Das heißt, der muss betätigt werden. Dann betätigen wir nochmal 1 und hoffen, dass das was regelt. Ja, es ist hier wieder zu. Ist denn das Item frei? Nope. Wir betätigen 2. Das Item ist immer noch zu. Ist hier irgendwo was offen? Nope. Dann betätigen wir nochmal 1. Hier ist offen, aber hier ist zu. Ich habe wohl auch 3 öffnet. Ach, ist das ätzend. Öffne 2. Nein? Ha. Also öffnet nur 1. Da. Ja. Gut, dann mache ich halt jetzt 2. Okay, haben wir hier drüben alles zu. Bis auf hier das. 1, 2 oder 3, letzte Chance. 3, ob du wirklich richtig stehst. Nope. Fast. Denke ich. Jein. Jein. Wir sind näher dran zumindest. Hier ist auch zu. Oh! Ein kleiner Erfolg, aber es ist auch nur Wundersaat und davon haben wir schon 1 und wir brauchen davon ehrlich gesagt nicht noch 1. Wenn ich jetzt die 3 schließe, ist es dann vollbracht? Nö. Wenn ich jetzt die 1... Die 1 macht alles zu. Dann öffne ich die 1 wieder. Warte, sieht's anders als vorher? Bisschen, ne? Nö. Oh, Rätselspaß. Ha. Badadadada. Ich glaube, ich mache nochmal die 1 auf. Mal die 3. Gefolgt von der 2. Komm, haben wir nochmal die 2 raus.
2 ist kacke. Dann hauen wir nochmal die 1 raus. Nope. Ah, ist das blöd. Ist das blöd oder was? Aber das hier ist das Rätsel, was mich immer fertig gemacht hat. Als Kid. Und wie ihr seht, auch als Erwachsener. Das ist ja ein Scheißrätsel. Was sagt ihr? Nichts Relevantes. Versteht eigentlich jetzt, dass es eingeschaltet ist? Ausschalten? Ne, lass mal an. Ich schalte jetzt einfach mal alle ein erstmal. Erst ausgeschaltet, einschalten. Erst eingeschaltet, ausschalten. Nein, aber jetzt ist alles zu. Das heißt, ich schalte den aus. Und ich schalte jetzt einfach mal den aus. So, es bringt uns nicht viel, wenn ich jetzt die 3 nochmal einschalte. Nope. Und hier drüben? Nope. Und die 2? Ne, die 2 bleibt eingeschaltet. Erst ausgeschaltet, einschalten. Was ist, wenn ich die 2? Ne, bleib eingeschaltet. Die schalte ich aus. Die schalte ich aus. Die schalte ich ein. Es verändert sich nicht wirklich viel, ne? Die schalte ich aus. Irgendwann werden wir es wohl haben. Stopp. Ich mache noch mal hier einschalten. Und hier einschalten. Jetzt reicht immer noch nicht. Ah! Was ist, wenn ich die 3 jetzt einschalte? Das gibt's nicht. Es hat sich nichts geändert. Nee, das können wir nicht machen. Hier schläge ich wieder um. Und hier schläge ich jetzt mal um. Oh. Jetzt ist alles... Kids. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich wollte euch einfach ersparen, wie ich das Ganze jetzt mache. Ich habe nochmal 10 Minuten gebraucht. Und im Endeffekt habt ihr von der Episode nichts. Deswegen, ja, mache ich es halt dann jetzt ein bisschen länger. Oder zumindest das hier mit Team Rocket fertig, um eben zu kompensieren, was eben gerade eben weggeblieben ist. Wegen, ja, einem Rätsel, was eigentlich super simpel ist. Nur ich zu blöd dafür bin. Danke fürs Zuhören. Es geht weiter. Enes gegen Abra. Das Duell ist entschieden. Ein Shiggy, da muss ich wohl wechseln, aber da passt Batox perfekt rein, wie die Faust aufs Auge sozusagen. Oder wie der Absorber in diese scheißfröhliche Fresse. Ich liebe Shiggy. Shiggy ist geil. Turtok ist geil. Shilok ist komisch.
Es gibt Leute, die stehen voll auf Schillock. Ich verstehe die Flügel nicht. Das ist das Einzige, was mich an Schillock total verwirrt. Dass es zwei Flügel am Kopf hat. Noctu. Ich darf Enis nochmal rein. Weil das kriegt Enis hin. Auf jeden Fall. So. Johann, Schnabel, steck mal weg. Noctu, das mit dem Steinhagel nicht ganz so gut. Ne, das war's. Lazy Florentino. Okay. Ah ja, auf jeden Fall sind wir durch mit dem Scheiß. Ja, wir lassen Enis vorne. Writer Tristan schickt einen Dotri in den Kampf. Dotri 25. Auch da ist Enis ein sehr guter Gegner für. Wenn er denn treffen würde. Das holen wir jetzt nach. Oh yeah. It's about to get real. Watch me step into my Slim Jim Kim Jong Il. Ein Hunduster. Da wir kein Pflanzen-Pokémon sind. Oh, das war noch relativ stark. Dafür, dass wir... Ja, okay, Ibis hat Step. Steinhagel aber auch. Tülü, Hundemann. Papa, wie konntest du? Okay. Ja, das haben wir auch gut hinbekommen, denke ich. Ah ja, komm. Bam, bam. So, da ist anscheinend auch der Intendant, den wir wohl retten wollen. Writer Tristan schickt einen Magby in den Kampf. Ja, Steinhagel soll es wohl richten, ne? Und somit ist Enis wohl der Erste, der Level 32 erreicht. Ich denke mal, dass die Erfahrungen von Magby reichen. Jupp! Level 32. Ein Kusilla. Mir ehrlich gesagt nicht viel gegen. Außer in Verfolgung. Obwohl. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, da hätte Metallklaue auch gereicht. Okay. Schlecker ist nicht sehr effektiv. Und wir sind paralysiert. Oh, du bist eine Bitch. Nicht mehr verwirrt. Okay. Dann sehen wir mal drüber hinweg, was gerade passiert ist. Writer Tristan wurde besiegt. Verdammt! Nur hat es, Jill Ripper und Enis. Ah, wohl, Enis hat ja vorher Schaden rausgenommen, ne? Egal. Eisen können wir nicht mitnehmen. Ich hab mir extra Platz gemacht. Nö. Müll. X-Angriff braucht kein Schwein. Eisen jedoch. Also, Kid, ich sag's dir. Okay, der nächste bitte. Hier, der schon wieder. Den kennen wir. Ein Nidoking. Gift Boden. Ist nicht gut. Nicht gut für Enis. Gar nicht gut für Enis. Batox. Ja, mäßig. Ich glaube, wir gehen die Easy Route. Easy Route. Bring! Bring! Ich bin der Ivan, der Schreckliche.
Ich hole mir meinen Pfahl und stecke ihn dir in dein Arschloch. Dann kommt der aus deinem Munde wieder raus. So weit, dass er dein eigenes Horn überdeckt. Vielen Dank fürs Besuchen. Oh, Ivan! Ivan, der nicht ganz so schrecklich mit der Stimme. Ich muss Ivan an der Stimme geben. Oh, ich bin Ivan. Das ist mehr so der Brute ohne Hörn. Aber Ivan, der Schreckliche. Boah, der war schon ganz harten, muss ich schon zugeben. Der Ivan war schon ganz harter. Kirk, Kirk, Kirk. Bitte hör auf mit Team Rocket da sein. Du bist echt lächerlich, Bro. Enis kommt raus. Ripper kommt nach vorne. Hallo, Kid. Wie bist du so weit gekommen? Ich denke, es gibt keine andere Lösung, um dich loszuwerden. Er holt eine Knarre raus und schießt mir den Kopf. Ende. Nein, er möchte mit seinem Pokémon kämpfen. Los, Xerox. Mein Gegner ist ein Apollo. Apollo wäre sogar relativ gefährlich, wenn ich nicht verfolgen könnte. Weil jetzt macht er Fluch, haut sich die Nadel ins Gesicht, stirbt dabei. Ich bin zwar verflucht, aber wechsle jetzt mein Pokémon. Also, Granbull, heutzutage ja auch eher ein Fee-Normal-Pokémon. Da noch nicht ganz so gut, aber dennoch eine Wall. Deswegen gucke ich mal, wie viel Drachenblut macht. Wir hätten noch den einfachen Weg und Enis holen können, aber Enis ist schon Level 22. Okay. Dann machen wir Surfer. Um zu sehen, ob das Ticken mehr als die Hälfte macht. Jupp. Oh, war auch noch ein Volltreffer. Okay. Sehr, sehr gut. Writer Tristan wurde besiegt. Er wurde mich los. Ja, unglaublich, oder? Oh, was haben wir hier? TM20. Na, dann schauen wir doch mal. Anziehung. Danke, aber nein, danke. Lieber, du willst mich retten? Danke. Der Radioturm, was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner. Mach dich allein auf die Reise und besieg alle. Ja, egal, was du sagst. Bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Immer diese Groupies. Turboball? Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da runterkomme. Oder da hoch. Muss ich vielleicht Stärke einsetzen? Sieht nicht so aus. Was muss ich machen? Tut mir leid, denke ich. Geh mal in den ersten Stock. Hallo? Ach, wir sind im Markt. Da hätte ich selber drauf kommen können. Da hätte ich auch im Erdgeschoss gehen können, Mensch. Naja. So soll es sein. Wie ihr dann sehen seid, wir sind wohl doch schon am Überziehen. Aber ich mach das jetzt fertig, weil das Rätsel einfach so ätzend war. Dann wird die Folge etwas länger. Hoffentlich nicht zu lang. Maximal 30 Minuten wären mir ganz lieb. Dann habe ich, glaube ich, noch 6. 5. Heißt, ich muss den Turbo einschalten, Kids. Mal gucken, welches Pokémon vorne ist. Okay, entschuldigt.
Ein Pinsir. Na dann, chill. Walte deines Amtes und rippe die Pots. Oh, was? Oh, was? Und cool. Ach. Ah, nochmal Geowulf. Geowulf ist so stark. Also KP haben wir echt nicht. Also nicht genug. Der hat uns gerade 48 Schaden gedrückt. Ah, ekelhaft. Ein Fukano. Wir müssen das Pokémon wechseln. Da darf Ivan ran. Weil Feuer-Pokémon und Ivan, das ist wie Feuer und Wasser. Wortwörtlich halt, ne? Dann surfen wir mal los. Und es geht schon wieder los. Und es ist plötzlich schon zu Ende. Gut. Du bist erledigt. Ich bin noch fit. Weiter geht's. Hallo. Stopp. Ich bin von Team Rocket. Oh. Cool. Ach. Du bist ein Writer P. In einem Quapuzzi. Level 36. Shit. Das ist gar nicht mal so gut, ne? Giftpuder. Mach du deinen Body Slam. Oh. Ich mach meinen Absorber. Alter, 36, das kommt aber echt plötzlich. Noch ein Body Slam. Body Slam relativ stark. Es. Fuck. Volltreffer zu Volltreffer, mein Freund. Volltreffer zu Volltreffer. Giripper erreicht Level 32. Bartosz hat nicht das Glück. Die Festung wurde indeed gestürmt. Ich hole mal Adramalek nach vorne. Das ist, denke ich, immer sicher mit so einem Vieh. Hätten wir jetzt auch machen können, aber ich wollte mit Gift über das Ganze gehen. Und du bist kein Intendant. Du bist Writer Tristan. Das ist schlecht. Machen wir einfach mal Donnerschock für den Anfang, weil noch können wir es machen. Der Wandler. Meh. Dann machen wir einfach den Ruckzuckhieb. Beenden die ganze Chose. Ditto. So ist so eine Sache für sich. Nidoking. Okay, da wechseln wir. Ivan ist immer eine Safe Bet. Ivan der schreckliche Kids, gegen den hat keiner was zu lachen, ey. Gegen den hat niemand was zu lachen. Bam! Bitch! Ein Remoraid. Da darf dann Adramalek wieder ran. Donnerschock. Volltreffer. Netz. Und dein Aerodactyl. Ich bleibe drin, weil Aerodactyl schwach ist gegen Elektroattacken. Sie fliegen. Superschall. Na, danke. Netter Kerl. Frau. Writer Tristan. Ist ja eher so ein. Hallo, und du bist? Ich bin Margaret. Bla bla bla. Dann kommst du noch dran, dann noch einer. Bist du auch ein Intendant? Heißt du vielleicht Tristan oder Pi?
P. Kabutops, okay. Noch ein Intendant. Level 32 Kabutops. Wasserstein, leider ist Stein nicht nullifizierend sozusagen gegenüber Donnerattacken. Das ist nämlich Boden. Sandwirbel ist zwar praktisch. Ja. Und es nervt eigentlich nur. Aber es dürfte mit dem nächsten Donnerschock geschehen sein. Deswegen setze ich einfach Donnerschock ein, bis es das eben war. Jetzt ist, glaube ich, die halbe Stunde geschehen. Ja. Dann ist es halt ein bisschen länger. Bitte sehr. Ich muss halt nur noch die zwei hier loswerden. Ein Gyrock, sprich Gefahr. Gefahr wird hier groß geschrieben. Mit einem großen G und drei Ausrufezeichen. Für ihn ist ein leichtes. Shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Eine stärkere Intensität würde uns umbringen. Wir können ihn aber nicht killen, einfach so. Ich hätte Ivan reinwechseln sollen. Jetzt muss ich ihn aber drin halten. Oh. Es ist nur Intensität 6. Okay, wir sind durch. Phew. Ich hatte ganz kurz Angst. Ganz kurz. Ammonitas. Batox. Dasselbe wie bei Kabutops eigentlich. Wir hätten Elektro holen können. Es hat aber Doppelschwäche gegen Absorber. Und dann können wir unser Batox hochheilen. Was für den Endkampf eventuell von Bedeutung ist. Silberblick. Ammonitas hat zum Glück die Eigenschaft, langsamer zu sein als ein Batox. Ein Duflo, meine ich. Was schon schwer genug ist. Aber trotzdem geschafft wurde. Danke, Ammonitas. Danke. Rider P wurde besiegt. Das darf nicht sein. Bla bla bla. Ich bin von Team Rocket. Habe ich das schon erwähnt. Supertrank. Und zwar bekommt Enes einen und Jill Ripper bekommt einen. Ich will einfach nur sicher gehen, dass wir im kommenden Kampf jegliche Ressourcen übrig haben. Und damit meine ich unsere Pokémon. Und nicht nur, dass wir diese Ressourcen übrig haben, sondern genau einen Supertrank, den wir eventuell in diesem mehr oder weniger Endkampf benutzen können. Ich bin mal gespannt. Weil das hier hat nichts mehr mit Enttäuschungsorden zu tun. Rider P schickt ein Glutexo in den Kampf. Okay, Glutexo geht. Ganz ehrlich zu sein. Ich habe nichts Schlimmeres erwartet. Es ist zwar Level 33 und das ist schon ordentlich. Ach, Kacke, Mann. Nur mit dieser Scheiße hier. Ah, Dramalek. Ich bin wieder kurz vom Husten. Okay, Eddie, reiß dich zusammen. Das kriegst du hin. Du blöde Bitch. Glutexo ist paralysiert. Es ist ja wirklich nur noch den Kampf hier. Dann wird beendet. Ein kurzer Run-Up, was wir noch im Team so haben, wie sich das entwickelt hat. Ein Georg. Diesmal mache ich nicht denselben Fehler. Ich hole Ivan. Ivan dürfte nämlich trotzdem schneller als Georg sein. Und ich meine, Georg ist ein Steinboden. Intensität macht mir nichts aus. Vor Explosion habe ich zwar Angst, deswegen hoffe ich auf den Quick Kill. Weil alles andere, ich kann Enes nicht nochmal Intensität gegenüberstellen. Es reicht. Es reicht. Ivan hat sich dieses Level sowas von verdient. So eine Explosion ist ätzend. Carpador, bitte nicht! Adler ist der einzige, der noch Level 31 ist. No, Carpador Level 35. Wow, Kids. Passt auf. Da ist ein Carpador, was Platscher kann. Nichts geschieht. Das ist auch gut so. Oh, Platscher. Es ist ja nicht so, als ob er keinen Tackle könnte. Der andere versucht es nur gar nicht mehr. Er hat sein Schicksal abgeschrieben. Wie ist der so weit bei Team Rocket gestiegen? Mit einem Carpador.
so ein Glutexo und okay, dann Georock, was sich wohl öfter mal in die Luft gesprengt hat. So, jetzt werden wir noch ein bisschen vollgelabert vom Intendanten. Wir bekommen den Silberflügel. Ihr wisst, was das bedeutet, weil ich weiß es nicht. Doch, weiß ich wohl. Und zwar, dass wir auf die Strudelinseln können. So ist es. Ich gehe noch kurz raus. Bam, bam, badadadadam. Und dann machen wir noch ein kurzes Team Review. Wie es unseren Bros und Brosifs so geht. Willkommen bei der Eddie Winkelmann Team Show. Mein Name ist Eddie Winkelmann. Ich werde hier noch ganz kurz den Level Schwächsten nach vorne stellen und dann mal anfangen. Taubos, Adler, unser Taubos. Windstoß, Ruckzucki, Fliegen, Wirbelwind, normal Flug-Pokémon. Angriff und Initiative sind gut. Nicht sehr gut, aber gut. Verteidigung, Spezialangriff und Spezialverteidigung sind schlecht. Da muss noch was kommen. Da muss noch was kommen. Buttocks, Pflanzegift, Absorber, Säure, Giftpuder und Schlafpuder. Auch hier, Spezialangriff ist zwar gut, genauso wie die Spezialverteidigung, aber beim Angriff, Verteidigung und Initiative muss noch was kommen. Das kann nicht sein. Adramalek, unser Elektro-Legendary. Donnerschock, Biss, Silberblick und Ruckzuckhieb. Angriff, Verteidigung sind gut, Spezialverteidigung ist besser und Spezialangriff und Initiative. Was wünsche ich mir mehr? Oh, vielleicht Enis seine Stärke. Oh ja, Enis, wieso bin ich überhaupt rausgegangen? Enis, unser Gestein-Pokémon, Mogelbaum. Steinhagel, Stärke, Ruckzuckhieb, Fußkick, solide. Angriff, Verteidigung sehr gut, Spezialangriff sehr schlecht, aber braucht er nicht. Spezialverteidigung und Initiative sind aber wirklich unterirdisch. Giripper, unser Sherox, Käferstahl, hihihi, Metallklaue, Zerschneider, Verfolgung und Trugschlag. Ein saugeiler Angriff, eine sehr gute Verteidigung, eine sehr schlechte Spezialangriff brauchen wir aber nicht. Spezialverteidigung und Initiative könnten besser sein, aber ich will mal nicht zu sehr meckern bei den Angriffswerten. Und zu guter Letzt Ivan, unser Garados, Wasserflug-Pokémon, Fuchtlerbiss, Drachenfutsurfer, das einzige Pokémon ohne Item. Der Angriff, um ehrlich zu sein, ähnlich wie bei Giripper, saugeil. Die Spezialverteidigung ist gut, der Rest, Verteidigung, Spezialangriff, Initiative könnten besser sein, aber man will sich ja nicht beschweren. Mein Name ist Edwin, wir sehen uns beim nächsten Mal, das heißt Let's Play, Pokémon die Silberne Edition, Randomized Nuzlocke Challenge. Bis dahin. Ciao.